Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal. Wir haben ja bisher immer nur digital miteinander gesprochen. Jetzt sehen wir uns endlich mal hier am Fühlinger See in Köln. Auch wenn ihr zu Leverkusen ja hoffentlich gehört. Herzlichen Glückwunsch erstmal noch dafür. Wie war das Rennen für euch? Erzählt mal, was euch so begeistert hat. Das Finalrennen, eigentlich war es cool natürlich. Vor allem das Ergebnis war unerwartet, aber also wir hatten ja schon so damit geliebäugelt, Silber zu holen, weil wir die Franzosen ja auch vorher schon auf den Lauf geschlagen hatten, deutlich. Aber dass wir aus Thailand auch so gut im Griff haben, das war, also, ja, war echt ein schönes Rennen, muss ich sagen. Doch, aber also ich bin auch gut gerudert. Es war verdient, auf jeden Fall. Ja, sehr ähnlich. Also wirklich, ich glaube, es war mit unser bestes Rennen, ruderisch. Und ja, die Marschroute war halt wie im Hoffnungslauf voll raus und schauen, wo wir am Ende landen. Und ja, dass es zu Silber gereicht hat, war natürlich geil. Ihr wart davor ja noch im Trainingslager. Da hatten wir uns ja das letzte Mal gesprochen. Wie war so die Findungsphase? Ihr habt ja im Trainingslager dann erstmal so als wirkliche Mannschaft zu fünft da trainiert. Ja, erzählt nochmal. Hat sich da noch mal was verbessert? Ja, also ich bin ja schon ein bisschen länger dann in dem Para-Team unterwegs und ja, da ist halt einfach, sind halt die technischen Defizite einfach auch noch ein bisschen größer, weil man halt einfach nicht so oft zusammenkommt und zusammen rudern kann. Entsprechend war die UWV schon ziemlich nervenzehrend, würde ich sagen, weil es lief einen Tag gut oder eine Einheit morgens lief gut, nachmittags lief es plötzlich schlecht und man wusste nicht so richtig, wo man dran ist. Und bei der WM lief es ja ähnlich. Also an den Renntagen sind wir gerudert, irgendwie als ob wir immer zusammen rudern gefühlt. Und an den Trainingstagen, da wusste keiner, was los ist, da lief es einfach nicht. Und ja, von daher müssen wir uns irgendwie immer wieder aufs Neue finden, scheinbar. Aber wenn es dann so läuft wie bei der WM und bei den Rennen alles gut funktioniert, dann kann es gerne weiter so gehen. Wie war so die Stimmung generell bei der WM? Wie war die Unterbringung? Ich glaube, das war eigentlich ganz gut. Also es war so ein Mannschaftshotel, wo auch andere Nationen waren. Das Hotel war voll in Ordnung und die Stimmung, also ich glaube, ich meine, die Rennen waren auch gut, das trägt natürlich immer zur guten Stimmung bei und da haben wir uns ganz gut zurechtgefunden, würde ich sagen. Und es hat ganz gut geklappt. Wie war so für euch die mediale Begleitung? Weil der Hintergrund der Frage ist ein bisschen, dass im Nachgang der European Games in München vor allem auch vom Behindertensportverband ein wenig angeklagt worden ist, dass wenig über den Para-Bereich berichtet worden ist. Damals gab es ja einen kleinen Skandal in der Ruderwelt, wo ja auch ein bisschen hin und her gab. Und ich hatte damals auch selber das Gefühl, es wurden viele Para-Medaillen gewonnen und in der normalen Berichterstattung jetzt Tagesthemen oder dergleichen, war das gar nicht so präsent. Wie war das, wie habt ihr das so empfunden? Ja, ich glaube ähnlich. Also so richtig viel wird über den Para-Bereich jetzt nicht berichtet, obwohl wir, also bis Olli die Goldmedaille geholt hat eigentlich die beste Mannschaft waren im Deutschen Ruderverband. Und also ich glaube, so von den Leuten, die da waren, wurde das schon auch anerkannt und da haben sie auch alle gefreut, dass wir Silber geholt haben, aber in den Medien wird das immer recht klein gehalten. Ich weiß nicht, wie es im Vergleich zu den letzten Jahren ist, aber ja, gut, mein Gott, im Endeffekt macht man es nicht, um irgendwie in der Presse zu sein, aber es wäre trotzdem ganz cool, wenn da halt nicht gesagt wird, der Deutsche Ruderverband ist total schlecht, sondern wenn man auch mal sagt, also es gibt auch da eine Silbermedaille in einer paralympischen Sportart. Wie läuft so das aktuelle Training? Die WM ist ja jetzt schon ein paar Wochen her. Ziemlich genau einen Monat ungefähr. Wie läuft jetzt das Training? Bei dir so? ja, ich habe mich erstmal in wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Bin auch erst gestern wiedergekommen und ja, steige jetzt heute quasi wieder ein. Und ja, ich denke, es läuft ähnlich zu den letzten Jahren. Viel Rudern, viel Ausdauer, viel Krafttraining. Es wird ein langer und harter Winter. Ja, es muss aber auch sein, weil nächstes Jahr wollen wir ja die Paralympics-Qualifikation schaffen. Ja,
Das heißt, nächstes Jahr ist das Ziel welches? Was habt ihr euch vorgenommen? Also Minimalziel wäre der 6. Platz, aber ich glaube, damit können wir nicht zufrieden sein eigentlich. Also da kommen, glaube ich, noch ein paar andere Nationen, die jetzt nicht in Tschechien dabei waren, aber also man will ja nicht vom 2. auf den 6. Platz rutschen. Auch wenn das ausreichen würde dann für Paris, aber ja. Also ich glaube, bei uns ist ja eigentlich ein 2. Platz schon eine Goldmedaille. Ja, kann man so sehen, ja. Ja, also ich denke auch, Paralympics-Qualifikation ist das absolute Mindestziel, was wir haben sollten. Nur man weiß halt nie, wie es läuft. Ne? Wir sind halt einfach eine relativ kleine Gruppe. Wenn da mal einer irgendwie sich verletzt oder so, dann stehst du auf einmal vor einem Riesenproblem. Ja, von daher find ich eigentlich die Vorgehensweise wie in diesem Jahr. Wir haben gesagt A-Finale und bei der EM hat sich dann schon gezeigt, durch die neue Besetzung mit Katrin, was möglich sein kann. Und ja, das Ziel war trotzdem A-Finale und ja, umso mehr freut man sich dann, wenn es auf einmal Silber ist. Wintertraining steht ja jetzt an, hast du gerade schon angesprochen, Marc. Was bedeutet Wintertraining für euch? Was ist so die größte Herausforderung im Wintertraining? Ja, ich glaube, jeder muss halt für sich irgendwie gucken, wie er das Training mit der Arbeit auch vereinbaren kann. Und an sich versucht man ja einfach nur möglichst fit zu werden und Kilometer zu sammeln, da wo es geht. Ja, ich glaube, so viele Lehrgänge haben wir jetzt nicht geplant, dass wir viel Vierer fahren, sondern jeder guckt halt so vereinsintern fitter zu werden und technische Fehler da einfach noch ein bisschen zu beheben. Bis wir dann halt nächstes Jahr wieder so richtig mehr zusammen trainieren und auch mehr zusammen. Also viel Training einfach. Ja, fleißig sein. Ja. Ja, da hoffen wir natürlich auch, dass wir euch da unterstützen können. Marc sehe ich ja immer mal wieder auch im Hauptgebäude im Kraftraum trainieren. Die Rudermannschaften, also die Jugendbereich ist ja auch viel bei uns und trainiert da. Wie ist so das Verhältnis Ruderergometer oder sag ich mal dieses Ausdauertraining, was ihr machen müsst und Krafttraining? Ich glaube, Grundlage zu Krafttraining so 2 zu 1. Passt das? Ja. Dreimal die Woche Kraft, 6-mal die Woche irgendwie Ausdauer. Ja, ich glaube, es kommt ganz gut hin. Und wie häufig? Also, jeder muss ja seine eigenen Schwächen irgendwie mehr daran arbeiten. Ich glaube, wenn der eine ein bisschen schwächer ist, dann muss er mehr Krafttraining machen. Die Leute, die vielleicht ruderisch mehr Probleme haben, müssen mehr rudern. Aber man kann nicht mehr Krafttraining machen als Ausdauer. Das ist schwierig. Ja. Wie häufig pro Woche trainiert ihr dann? Also im Ganzen, mit allen Krafttraining, Ausdauer, Trainingseinheiten? Das ist schwierig zu sagen. Ich weiß gar nicht. Ich zähle das gar nicht mit. Du siehst nur den Plan und arbeitest. Also, ich habe keinen Plan, ich arbeite einfach. Ja, kommt drauf an, wie ich auch arbeite. Also ich mache auf jeden Fall montags immer frei und der Rest gucke ich dann, wie viel Sport ich dann am Tag mache. Also schon dann jeden Tag, aber wie viel ist es dann immer situationsabhängig. Ja, also ich habe schon einen Plan. Ich versuche irgendwie schon so 10-mal die Woche was zu machen, aber auch wenn es jetzt nur 9-mal klappt wegen Arbeit oder so. Gerade jetzt im Winter, mein größtes Problem wird, glaube ich, im Hellen zu rudern. Es wird halt schon immer sehr früh dunkel, da muss man halt einfach zusehen, dass man das mit der Arbeit unter einen Hut kriegt. Und dann wird wahrscheinlich auch eine Woche mal dabei sein, wo man viel rudert und eine Woche, wo man was weniger rudert. So wie es dann halt. Wetterabhängig. Ja, das kommt auch noch hinzu, ne? Wetter. Und dann guckt man halt, wie es passt. Aber ihr seid weiterhin auch draußen unterwegs, ja. Hier auf dem See. Ja, bei Wind und Wetter. Das heißt, ihr kriegt fertigen Trainingsplan von eurem Trainer und an den haltet ihr euch dann einfach und arbeitet dann damit selber? Also mir gefällt das so immer ganz gut, wenn ich einfach einen Plan habe, den ich abarbeiten muss. Dann habe ich auch immer das Gefühl, ich mache alles richtig. Wenn ich weiß, ich habe heute Krafttraining, morgen soll ich rudern, dann mache ich das so und dann habe ich da auch ein gutes Gefühl bei. Ich weiß nicht, du hast ja gerade gesagt, du trainierst einfach drauf los. Immer intuitives Training. Ja, ich werde morgens wach, wenn ich denke, ich habe übrigens Muskelkater, dann mache ich kein Krafttraining. Ja. Dann gehe ich Fahrrad fahren. Und wenn ich keinen Muskelkater habe, dann mache ich Krafttraining. Ja, wir sind zwar ein Mannschaftsboot, aber jeder funktioniert. Trainiert so, wie er es für sich. Ja, in der Mannschaft trainieren wir ja schon zusammen. Ja. Aber da also bin ja auch im Para-Bereich irgendwie, da muss man halt schon auf seine Idee irgendwie achten. Auch richtig, ja. Und das ist ja auch
individuell. Auch wenn man gemeinsam ja im Boot sitzt, hat er, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, jeder seine persönlichen Stärken und Schwächen, an denen dann gearbeitet werden muss. Und da ist es, glaube ich, eine gute Herangehensweise. Ich glaube, im Sommer kriegen wir das alles ganz gut übereinander, dass wir dann auch dasselbe trainieren. Wie gesagt, die Hauptsache ist halt im Winter einfach fit zu werden oder fit zu bleiben. Was würdet ihr euch denn für den Parasport noch wünschen oder was bräuchtet ihr noch, um noch besser euren Sport ausüben zu können oder den Sport mit dem Beruf verbinden zu können? Ja, gute Frage eigentlich. Ne? Erlaubnis, Auto zu fahren vielleicht? Ja, ja, das ist eigentlich so das, also dieses Strukturelle. Also für mich ist es halt super anstrengend immer, ich mit dem Fahrrad fahre ich 15 Minuten hier hin und dann rudern und dann wieder nach Hause und dann ist halt der ganze Tag vorbei und war halt irgendwie einmal rudern. Also das sind halt eher so die Sachen. Also ich glaube, so an sich sind wir jetzt halt auch wieder im Top-Team und haben da eine super Grundlage, was halt auch so Physio und Ärzte und alles angeht. Aber was halt keiner macht, ist halt natürlich einen von A nach B fahren. Ne? Das, also erwartet auch keiner, will ich auch gar nicht. Aber wäre schon geil. Es wäre halt schon geil, wenn man so einen privaten Taxiservice hätte, der einen dann von der Sportlerwahl des Jahres zur Langstrecke fährt. Richtig. Nee, die gleichen Probleme habe ich auch. Dieses Organisatorische, ich glaube, das ist halt einfach dann noch der Einschränkung manchmal geschuldet. Da hat man dann halt einfach doch ein bisschen mehr zu bewältigen als jetzt jemand, der halt total selbstständig und mobil ist. Wenn ihr jetzt so an eure Anfänge eurer Ruderkarriere, eures Rudersportes zurückdenkt, gibt es da irgendetwas, was jetzt im Nachgang besonders wichtig für euch ist, dass ihr das damals gemacht habt, auf was ihr geachtet habt oder dergleichen? Ja, ich glaube, man wird schon irgendwie älter. Und, also was mir natürlich zugutekommt, ist, dass ich einfach enorm viel trainiert habe früher und auch viel rudern war. Davon profitiere ich jetzt halt am Ende. Und ich habe aber jetzt auch gelernt, dass ich gerne auch nach Paris fahren wollen würde, zu den Paralympics, aber dass halt da irgendwo auch eine Grenze ist, wo der Körper halt einfach sagt, so jetzt Pause. Und das war halt früher schon anders, da hat man halt einfach mal drauf trainiert und hatte dann halt auch diesen Plan. Das ist halt auch der Grund, warum ich keinen Trainingsplan habe, weil ich will nicht, dass jemand sagt, das machst du heute, sondern ich will halt also das machen, was halt für mich gut ist. Und das ist der Unterschied zu früher. Und ich meine, bisher hat es halt irgendwie auch gereicht und das ist halt schön, dass es mit dem intuitiven Training halt auch funktioniert, weil ich die Grundlage früher gelegt habe. Ja, als ich angefangen habe mit dem Pararudern, war für mich erstmal alles Neuland. Ich wusste, dass ich aus meiner Vergangenheit halt als Läufer oder als Leichtathlet halt viel eine gute Grundlage mitbringe, was die Ausdauer angeht. Ich erinnere mich sehr gut an meine erste Einheit im Riemenboot. Ich glaube, ich habe mich fast gar nicht bewegt, weil ich nur Angst hatte, dass ich ins Wasser falle. Nee, aber ich glaube, dass ich halt da einfach diese Grundfitness schon mitgebracht habe. Und was bei mir halt noch hinzukommt, ich habe es halt mit meinem besten Freund zusammen gemacht, mit dem Dominik, der auch bei uns im Verein ist. Ich glaube, wäre er nicht so lange am Ball geblieben, dann wäre ich es glaube ich auch nicht. Von daher, so eine Mischung aus sportlicher Voraussetzung und dem Umfeld, was halt auch einfach stimmen muss, um halt auch dann wirklich jeden Tag trainieren zu können. Ja. Schönes Schlusswort. Perfekt. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Jetzt geht's gleich wahrscheinlich direkt zur nächsten Besprechung. Deswegen will ich euch gar nicht länger aufhalten. Vielen Dank. Ja, danke auch. Alles Gute für euch, für die Zukunft. Wir werden bestimmt nochmal uns sprechen, voneinander hören. Und wir werden hoffentlich viel von euch noch hören. Das ist ja das Wichtige. Wir bemühen uns. Sehr gut. Das, was zu berichten gibt. Perfekt, wunderbar. Super. Bruder ist ins Wasser gefallen.